Hallo, herzlich willkommen bei Pönitz TV. Wir haben heute Abend Theaterkarten hier in Schürsdorf bei Spieldeal, aber wir haben schon gehört, dass da irgendwas nicht so läuft, wie es soll, was auch mit dem Coronavirus wohl zusammenhängt. Wir fragen mal nach. Hallo, hey, moin. Hi. Ja. Hi, Wolfgang. Die neue Corona-Begrüßung. Absolut. Sag mal, was ist hier los? Ich sehe eine Bühne, hier ist aber keiner in diesem Theater. Ja, das traurige Ereignis ist eben Corona. Und die Bürgermeisterin Frau Schäfer, die hatte mich gestern Morgen angerufen und hat gesagt, dass wir kein Theater mehr spielen können, denn die Feuerwehr darf hier nicht auf den Saal wegen der Ansteckungsgefahr. Und deswegen haben wir keine Brandwache und kriegen auch keine Brandwache. Und deswegen ist das gestern Morgen eine Hiobsbotschaft für uns gewesen. Und jetzt haben wir uns nach 24 Stunden eigentlich schon daran gewöhnt. Es ist natürlich unheimlich schade. Wir haben den ganzen Winter geübt, haben ein tolles Bühnenbild gezaubert. Morgen hätten wir die Senioren, die sich praktisch immer anmelden als Nachmittagsvorstellung. Und da gibt es immer Kaffee und Kuchen. Und das ist schon seit Jahrzehnten, ist das eigentlich immer eine ganz tolle Veranstaltung. Und die freuen sich, dass sie im Hellen herkommen und auch im Hellen noch wieder zurück. Wir wollen versuchen, dass wir das im Herbst, wenn wir dann einen Zeitpunkt gefunden haben, aber dazu ist das alles noch viel zu frisch, dass wir dann im Herbst nochmal Termine finden und das Stück, was wir also als großartig empfinden und bei der Premiere und auch bei der zweiten Aufführung, da war es eben so, dass die Leute waren begeistert. Standing Ovation, wie man so neudeutsch sagt, weil es eben ein sehr gutes Stück ist. Aber wir wissen eben halt noch, wir müssen ja auch mit unseren anderen Leuten alle sprechen, wann die dann das Zeitfenster haben. Ne? Mhm. Und diesmal ist es also auch nicht so, dass man sagt, so, ich mache jetzt im Juni zwei Vorstellungen und im August zwei Vorstellungen. Das muss schon ein bisschen zeitnah hintereinander weggehen. Mhm. Sonst muss man jedes Mal vorher noch einmal wieder zusätzlich üben. Wir haben gesagt, dass wir die Karten erstmal wieder auszahlen. Das Geld können sie wieder haben. Wir würden uns aber freuen, wenn der ein oder andere sagt, ach komm, die haben so viel Arbeit gehabt und die haben auch ja einen Haufen Unkosten gehabt, Bühnenbild und alles, die ganzen Genehmigungen, das kostet alles Geld, dass der eine oder andere sagt, ach komm, das spende ich. Okay. Aber generell ist es eben so, dass die Karten bei uns im Blumen- und Pflanzenmarkt in Schürsdorf wieder ausgezahlt werden, in den vorgegebenen Öffnungszeiten. So, dann wünschen wir allen, die jetzt da draußen sitzen und nicht zum Fußball, nicht ins Theater und nirgendwo hin können, alles Gute, durchlebt die Phase. Wir kommen wieder, spätestens im April oder Anfang Mai. Und wir grüßen euch nochmal, wir beide, und sagen Tschüss. Tschüss.